dass du da bist. Schau mal freundlich zu deinem Nachbar, sag Gott ist gut. Halleluja. Because he lives, I can face it tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth to live in. Halleluja. Ein gesegneten Morgen. Schau mal freundlich zu deinem Nachbarn, nimm ihn wahr. Halleluja. Sag zu ihm, wenn ich nicht hier wäre, wärst du nicht so gesegnet. Oh, Gloria. Halleluja. Oh, Gloria. Römer Kapitel 12, Vers 12. Römer Kapitel 12, Vers 12. Halleluja. Wenn du gefunden hast, kannst du sagen, welch ein schöner Morgen. Halleluja. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gnade, für diesen gesegneten Morgen. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Gutes wirkt, dass wir in deiner Gnade gehen, dass du der Gott bist, der uns erfreut hat. Wir verheißen deine Zusagen. Komm, Heiliger Geist, führ uns in deiner Kraft, führ uns in deiner Gnade und wir proklamieren deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Ab Vers 9 kommt Paulus und er bringt in Bezug auf Liebe die Zusagen Gottes in unserem Leben. Und er sagt ab Vers 9, sagt er, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, tracht, strebt nach Gutem, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme den anderen mit Ehrbietung zuvor, seid nicht nachlässig im Fleiß, seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Dann sagt er, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Ein Mann Gottes sagte einmal, dieser Bibelvers ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Diese drei Punkte. Erstens, er kommt und sagt, sei fröhlich in Hoffnung. Es gibt sehr viele Momente in unserem Leben, wo wir auf etwas hoffen. Momente, wo wir warten. Momente, wo wir nicht wissen, wo es weitergeht. Und der Apostel Paulus sagt, während diese Wartezeit, während diese, wo du auf der Verheißung wartest, sei fröhlich. Informiere deine Gesichtsmuskeln, dass du errettet bist. Lass Gott dich führen in der Gnade. Wisse, es ist wunderbar, wenn wir in der Gnade. Oft merken wir gar nicht, wie gesegnet wir sind. Ich merke das immer wieder. Menschen, die eines Tages sehr krank waren, Menschen, die eines Tages groß heraus waren, Menschen, die eines Tages bankrott waren, Menschen, die eines Tages alleine waren, werden sie dann wieder hergestellt, wie viel Freude das ist. Ich erinnere mich an einen lieben Mann Gottes. Er war ein Mann, er hatte ziemlich viel Komplexe mit seinem Gesicht. Und dann eines Tages hat er ein großes Problem in seinem Gesicht. Er hatte eine große Herausforderung und das war eine Art Gesichtshautkrankheit, die er bekam. Und dann auf einmal wurde er geheilt. Schaut am Spiegel und sagt, ja, was habe ich für ein schönes Gesicht. Das ist so schön glatt. Geschwister, aufpassen wir gar nicht, wie ein schönes Gesicht wir haben für Jesus. Er hat uns gewaschen, wir gehen seiner Gnade. Er hat wunderbare Verheißung. Er kommt und sagt, sei fröhlich in Hoffnung. Zweit, geduldig in Trübsal. Geschwister, Trübsal haben wir genug mit Überfall. Und diese Trübsale, sie möchten unsere Freude rauben. Sie möchten, dass wir nicht mehr in Kraft gehen. Sie möchten, dass wir aufhören. Oft ist es in Momente, wo Prüfungen sind, Momente, wo Menschen, die du sehr anvertraut hast, Menschen, die du ein Geheimnis anvertraut hast, sie haben dich verraten. Menschen, die du geliebt hast, sie haben dich verlassen. Menschen, denen du investiert hast, sie haben dir den Rücken gekehrt. Die Menschen, die du am meisten investiert hast, die drücken nicht nur den Dreher, nicht nur den Rücken, sondern sie greifen deine Würde an wie kein anderer. Und in diesem Moment, wo wir diese Trübsal sind, sagt er, sei geduldig,
Sei geduldig. Gott wird seine Verheißung erfüllen. Sei geduldig. Gott steht zu seinem Wort. Sei geduldig. Keine Waffe, die gegen dir geschmiedet wurde, wird erfolgreich sein. Und er schließt ab und er sagt, aber es gibt ein Geheimnis. Bleib dran am Gebet. Hör nicht auf zu beten. Selbst wenn es scheint zu scheitern, selbst wenn Menschen dich angreifen, selbst wenn du denkst, es ist zu Ende, bleib im Gebet. Bleib dran. Der Apostel Paulus sagt, der Apostel, ich sagte, und ich beuge meine Knie. Er sagt, ich bleib dran. Ich bitte. Ich komme und ich stürme den Himmel. Ich lasse nicht zu, dass diese Situation meinen Glauben raubt. Ich weiß, Gott hat Verheißung in meinem Leben. Ich weiß, Gott ist treu. Ich weiß, dass wir in der Gnade Gottes gehen können und dass er der Gott ist, der Neues wird. Oft vergessen wir. Wir vergessen diese Verheißung Gottes. Wir vergessen da, wo Gott uns führen möchte. Aber mein Gebet ist heute Morgen, dass du in Anspruch nimmst, die Verheißung Gottes. Dass du weißt, Gott ist mit dir. Dass du weißt, Gott hat einen wunderbaren Plan in deinem Leben. Und dass du weißt, dass wir in den Verheißungen Gottes können wir gehen. Er ist der Gott, der uns führt. Er ist der Gott, der uns erneuert. Wir dürfen in seiner Gnade gehen. Und er hat wunderbare Verheißungen für uns. Halleluja. Oh, Gloria. Und warum haben wir diese Verheißung in unserem Leben? Weil Jesus lebt, habe ich Vertrauen. Halleluja. Weil Jesus lebt, ist vor haben wir auch Leben, Herr. Wir danken dir so sehr für dein Wort, Herr. Immer wiederum für die Ermutigung, für die Anleitung, Herr, und dass wir dein Wort haben. Und öffne uns die Ohren und unser Herz, dass wir es wirklich auch annehmen und verstehen, so zu leben, wie du es uns lehrst, Herr. Herr, dass wir anhaltend sein möchten im Gebet, dass wir dranbleiben, dass wir in Hoffnung, in Erwartungen sind und dass wir, auch wenn wir durch Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme gehen, Herr, Herr, dass wir diese Hoffnung in dir haben, Herr. Wir wissen, du bist bei uns, du bist mit uns, du bist der, uns führt und leitet. Halleluja, und du hast die Kontrolle und du lässt uns nicht im Stich. Du bist unser guter Hirte, der auf uns aufpasst. Und wir sind dir so dankbar, Herr, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir in dieser Gnadenzeit leben dürfen, dass wir uns versammeln dürfen, Herr. Es ist so wunderbar. Vergib uns, Herr, wenn wir murren, meckern oder anklagen. Herr, vergib uns, Herr, wenn wir nicht auf dein Wort schauen, Herr. Wenn wir zu beschäftigt sind, Herr, um in deinem Worte zu lesen. Herr, vergib es uns. Herr, soll erwecken uns eine neue Leidenschaft für dich, Herr. Und dass wir in dieser Hoffnung, in dieser Erwartung sind, Herr, dass du bei uns bist.
bist, dass du mit uns bist, was immer auch geschieht, was immer auch ist, Herr. Herr, wir wissen, wenn du in unserem Boot bist, dann sind wir siegreich, dann sind wir sicher, Herr, da kommen wir sicher ans andere Ufer, Herr, und wir sind dir so dankbar, Herr. Herr, ich bete einfach, Herr, dass du jeden Einzelnen begegnest, dass wir erfrischt werden in dir, Herr, dass wir erneuert werden, Herr, dass wir wirklich, Herr, einen neuen Glauben, ein neues Vertrauen in dir haben und gestärkt werden, oh, dass wir auch da in der Situation, wo du uns gerade hinstellst, Herr, dass wir da wissen, Herr, wir stehen auf festem Boden, wir stehen gefestigt in deine Worte, Herr. Niemand und nichts kann uns aus deiner Hand reißen und wir sind dir so dankbar dafür. So segne jeden Einzelnen, halt deine schützende Hand über jeden Einzelnen, Herr. Halleluja, und wir legen auch diesen wunderschönen Tag in deine Hände. Bitte führe und leite du uns und lass uns, dass wir treu erfunden werden. In Jesu Namen. Amen. Amen.